wichtig, dass das elektronische Grundbuch zu einer besseren Lesbarkeit führt, weil das Grundbuch und der Grundbuchaufbau und wie die Eintragungen zu erfolgen haben, hat sich letztendlich durch diese Umstellung ja nicht geändert. Das heißt, für den Laien bleibt nach wie vor erklärungsbedürftig, was sich hinter der einen oder anderen Eintragung verbirgt. Und das wird sich letztendlich durch das elektronische Grundbuch auch nicht ändern. Da glaube ich aber auch wirklich, da wäre eine Vereinfachung auch nicht der richtige Weg, weil das Grundbuchsystem ist eben ein sehr ausgeklügeltes. Also die Nummern beziehen sich jetzt hier auf die Grundbuchheftnummer. Da sind angegeben die 1er, die 10er und die 100er Nummer. Ja? Und entsprechend dieser Grundbuchheftnummer wird dann ausgestanzt und die entsprechenden Hefttaschen auch einsortiert in die Nummer, was zur Folge hat, dass wenn ich die richtigen habe, dann passen die auch hier rein. Habe ich jetzt aus Versehen ein falsches aus einem anderen Grundbuch in der Hand, dann sehen Sie, dann kann ich die gar nicht aus Versehen einordnen, weil die Löcher woanders sitzen. Für den einzelnen Nutzer bewirkt es langfristig gesehen natürlich eine Beschleunigung des Verfahrens, eine schnellere Verfügbarkeit der Daten auf Wegen, die dem Nutzer, dem künftigen Nutzer auch bekannt sind, mit dem er gewohnt ist, umzugehen. Man versucht natürlich über die Einsichtstellen, über die Zuständigkeit der Notare für die Grundbucheinsicht, diese Vor-Ort-Nähe aufrechtzuerhalten. Aber das wird eine Umstellung für alle Beteiligten sein. Ich hätte mir gewünscht, dass die Stuttgarter Grundbücher zentral zusammengeführt werden, letztendlich, weil die Trennung von Stuttgart in den Amtsgerichtsbezirk Stuttgart-Bad Cannstatt und Stuttgart ist sehr historisch bedingt und in den Köpfen der Bevölkerung nicht wirklich vorhanden. Das wird jetzt letztendlich durch diese Aufteilung wieder verstärkt und ist sehr erklärungsbedürftig, aber es wird schlicht und einfach eben an den Zahlen liegen. Und insofern bleibt dem Bürger nichts anderes übrig, als sich eben mit dieser Aufteilung zu beschäftigen und sich zu fragen, ist mein Grundstück nun im Amtsgerichtsbezirk Stuttgart-Bad Cannstatt oder im Amtsgerichtsbezirk Stuttgart?